Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht weiter in der Planung von unserem Wohnmobil. Das ist ein pures Labervideo mal wieder. Es geht um den Grundriss von unserem Wohnmobil. Heute ist der Wohnbereich dran. Wenn euch das weniger interessiert, schaut mal, wir haben einige Videos über unsere Reisen, auch über technische Dinge, aber auch einfach Vlogs aus dem Leben, aus dem Wohnmobil, als wir zwischen Nordkap und den Kanaren unterwegs waren in den letzten 2 Jahren. Und wenn euch die Planung interessiert, dann seid ihr hier genau richtig, denn es geht jetzt weiter. Wir planen ja ein relativ außergewöhnliches Fahrzeug, das gibt es relativ selten. Wir wollen ein LKW, ein Atego, Mercedes, 12 Tonnen mit einer großen Wohnkabine hinten drauf, kein Allrad, kein Exmo. Und woher kommt das Ganze? Es ist ein bisschen, unser Name ist ja RV in Europe, das kommt aus dem Englischen, aus dem Amerikanischen. RV, also Recreational Vehicle, ein Wohnmobil, RVing, das Machen davon, das Leben im Wohnmobil, RVing Europe in Europa. Wir sind Fans von amerikanischen Wohnmobilen, allen Luxus dabei haben und trotzdem mobil sein und das versuchen wir jetzt in einem Eigenbau umzusetzen. Also eine relativ große Kabine mit allem Möglichen drin, was man so brauchen könnte und trotzdem mobil sein, dass man auch fahren kann damit. Heute ist der Wohnbereich dran. In den letzten Videos war ja Küche und Badezimmer dran. So, im Wohnbereich wollen wir einen Esstisch und ein Sofa haben. Man sieht schon eine große Rundsitzgruppe. Man sieht erstmal gar keinen Tisch, aber wenn man genauer guckt, an der Seite, dort haben wir einen Tisch gemacht zum mal Frühstücken, Mittagessen, Abendessen und auch mal was dran arbeiten. Das haben wir in den letzten 2 Jahren häufiger gemacht. Das soll in Zukunft was weniger sein, dass wir, wenn wir reisen, weniger arbeiten und wenn wir dann nicht reisen, dann arbeiten. Dass man nicht so viel Zeit während der Reise fürs Arbeiten opfert. Zum normal am Tisch sitzen reicht ja ein Holzstuhl, haben wir uns gedacht. Und so kam die Idee, auf der einen Seite eine Holzbank zu machen, wo man richtig ein bisschen aufrecht am Tisch sitzen kann. Und wenn man nicht gerade am Tisch sitzt, kann man sich aufs Sofa setzen. Wenn man zurückkommt von der Wanderung, ist doch herrlich, wenn man auf dem Sofa abhocken kann. Und daher diese Kombination. Warum nicht zwei Holzstühle? Wir haben natürlich, wenn wir zusammen essen, sitzen wir beide am Tisch. Und ansonsten, wenn mal jemand was arbeitet am Computer, dann sitzt nur einer am Tisch. Also von daher war die Überlegung, eventuell reicht ein Holzbank, wo man drauf sitzt am Tisch und die andere Seite, da sitzt man am Ende vom Sofa und man könnte auch noch sogar eine Art Lehne klappbar machen, eine Holzlehne, dass wenn man am Tisch sitzt, auf dem Sofa sitzt, also auf dem Ende vom Sofa und sich auch anlehnen kann, aber doch hauptsächlich dem Tisch zugewandt zum Essen oder sonst was. Und wenn man nicht am Tisch sitzt, dann kann man richtig aufs Sofa sitzen. Daher diese komische Kombination von Tisch am Sofa und doch eine Holzbank daneben. Wenn wir zwei Holzbänke gemacht hätten oder zwei Stühle und einen Tisch, nimmt es so viel Raum in Beschlag. Also dann passt es vom Platz her irgendwie nicht so harmonisch wie jetzt. Ist ja alles noch nicht in Stein gemeißelt, aber momentan denken wir, das könnte eine gute Option sein für uns. Die Sitzbank ist ja direkt an der Küche und unter der Sitzbank soll wieder unsere Pantry kommen, unser Essenvorrat unter der Sitzbank als Schublade rausziehbar. Also wenn man kocht, ist man direkt dort und hat die ganzen Vorräte. Ansonsten unterm Sofa soll auch Stauraum sein, vielleicht als Schubladen und der ganz hintere Teil könnte man auch zum Doppelboden unten öffnen und eine Art kleine Garage machen für lange Dinge oder so. Mal schauen, wir haben ja ganz vorne auch schon eine Garage. Da müssen wir mal schauen, wie wir diesen Stauraum nutzen. Ob es von außen zugänglich sein wird oder nur von innen oder wie, können wir mal weiter gucken. Der Stoff, wir wollen die Bezüge selber nähen, ist jetzt der Stand der Dinge. Haben wir ja bei unserem Concorde auch komplett neu bezogen und sah gut aus. Das wollen wir jetzt wieder machen. Bei der Farbe, so ein Grün, wie ich jetzt hier gezeigt habe, das ist eigentlich nichts. Da soll irgendeine andere Farbe kommen. Wir wissen noch nicht genau welche. Weiß hatten wir ja im Concorde, finden wir sehr anfällig, haben wir mal gereinigt. Das ging relativ gut, aber trotzdem sieht man relativ bald Flecken drauf. Ist super schön, wenn es sauber ist und vielleicht muss man doch eine was dunklere Farbe nehmen, damit es länger sauber bleibt oder sauber scheint, besser gesagt. Zum Kühlschrank soll eine kleine Wand hinkommen.
das trennt ein bisschen Kühlschrank zum Sofa und man kann sich dann auch dort anlehnen, eventuell auch mit dem Rückenlehne, mit Kissen. Und dann hat man drei Fenster im Blick in drei verschiedene Richtungen. Und das ist ja eigentlich, was wir wollen mit unserer Rundsitzgruppe, dass man irgendwo schön steht, in alle Richtungen schöne Aussicht hat. Weil ansonsten, egal wo man sitzt, sitzt man immer mit dem Rücken zu einem Fenster und hat zwei im Blick. Und wenn man sich quasi gegen den Kühlschrank lehnt, dann hat einer die gesamte Aussicht und der andere am Computer sitzt, am Tisch, hat auch die gesamte Aussicht. Also eigentlich ganz cool gedacht, dachten wir. Die Fenster sollen relativ groß werden und direkt am Sofa anfangen, dass wenn man auf dem Sofa sitzt, auch noch genügend rausgucken kann. Und es sollen Glasfenster werden wahrscheinlich. Da vom Hersteller müssen wir mal schauen. Da gibt es ja verschiedene Hersteller, die Glasfenster anbieten. Es muss natürlich preislich auch in einem Limit liegen, dass man es bezahlen kann. Das ist eigentlich der Wohn- und Essbereich. Relativ simpel. Eventuell kommen noch ein paar Oberschränke, aber auch nicht zu viel, weil der Raum doch was groß wirken soll. Und im Schlafbereich, den haben wir euch gar nicht eigentlich gezeigt. Das ist einfach ein Bett, entweder 1,50 oder 1,60 breit, auf 2,20, 2,30 halt Innenbreite von der Kabine. Und da kommt vielleicht auch ein, zwei Oberschränke, aber auch nicht zu viel, damit es einfach nicht zu drückend wirkt von oben mit den Schränken. Großes Bad. Die Badtür haben wir noch mal ein bisschen abgeändert, dass man eventuell den Eingangsbereich damit verschließen kann, wenn man die Badtür aufmacht. Da müssen wir mal schauen. Das ist so ein Schloss, was in beide Richtungen verschließt. Einmal entweder das Badezimmer zu und dann ist von der Küche zur Eingangstür offen, oder die Badezimmertür aufmachen und dann ist die Eingangstür quasi verschlossen wie so ein Windfang nochmal, wo dann Jacke hängt, Schuhe hängen. Bei der Küche sieht man, zum letzten Video habe ich die ein bisschen umgedreht. Backofen und die Schubladen habe ich getauscht. Somit haben wir bei den Schubladen, die unterste Schublade ist keine Schublade mehr, sondern ist vom Eingangsbereich her zugänglich als Schuhschublade. Also die Schuhe kann man da reintun und versorgen. Müssten ungefähr vier Paar reinpassen in so eine Schublade. Und von dort kann man dann beim Eingang die Schuhe lassen und in der Küche kostet es einen nur die unterste Schublade. Ansonsten eventuell die Jacken im Eingangsbereich hinhängen und mit der Badtür, wenn man das Bad aufmacht, kann man den Eingangsbereich zumachen. Das ist mal so eine Idee. Mal schauen, wie das wird. Ansonsten ist die Küche relativ so geblieben, wie sie ist. Bei der Energiewahl zum Kochen sind wir uns ein bisschen unschlüssig immer noch. Wir hatten ja bisher gesagt, nur Induktion. Jetzt haben wir gedacht, vielleicht Induktion und Gas, dass man beides hat. Weil manchmal, gerade wenn es grau ist und wenig Strom da ist, ist der natürlich schon wertvoll. Und dann damit kochen ist so eine Sache. Also vielleicht kann man Gas und Strom kombinieren. Müssen wir mal schauen. Der Unterboden soll, mal schauen, 30 bis 40 cm hoch werden. Relativ großer Unterboden. Das ist auch unüblich für so große Fahrzeuge. Die ganzen Exmos haben ja eigentlich selten Doppelboden. Wir finden das doch irgendwie praktisch. Dann können die ganzen Tanks im isolierten Unterboden sein. Wir haben Staufläche, fast unbegrenzte Staufläche in diesem Fahrzeug. Und einfach einen durchgehend glatten Boden im Wohnbereich, ohne irgendwelche Stufen. Ja, soweit in diesem Video. Ist relativ kurz heute. Einfach mal den Abschluss des Grundrisses. Hoffentlich findet ihr das alles interessant, was ich hier zeige, aber doch einige haben geschrieben, sie finden es interessant und das finde ich dann schön, dass ich das mit euch teilen kann, weil ja, macht doch Spaß, wenn man das zeigen kann, was man sich so alles überlegt. Ja, und soweit in diesem Video. Ich würde mal sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.